Der Herforder Straße in Mellengroßaschen ist heute zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann, vermutlich alleine beteiligt, gegen einen Baum geprallt ist, woraufhin das Fahrzeug dann auf dem Kopf liegen geblieben ist. Man sieht, dass der Mann mit seinem Pkw offenbar mit recht hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt ist, mit der Fahrerseite. Daraufhin ist das Fahrzeug umgeschlagen und ist auf dem Kopf liegen geblieben. Der Fahrer war schwer eingeklemmt und der Motorraum war sehr stark eingedrückt. Der Notarzt des Rettungsdienstes hier vor Ort hat dann relativ schnell den Tod des Verletzten festgestellt, so dass wir uns darauf beschränkt haben, im weiteren Einsatzverlauf den Leichnam aus dem Fahrzeug zu bergen.